Es ist für Horry Lennartz mittlerweile zum Alltag geworden. Der Mathelehrer vom César Franck Athenäum Chelmis produziert Videotutorials. Begonnen hat alles mit der Corona-Pandemie und dem Fernunterricht. Wie organisiert man einen Fernunterricht, so dass im Mathematikunterricht keine Rückstände entstehen wegen Corona? So ist die Idee entstanden. So sind auch die ersten Tutorials entstanden. Zuerst waren die Videos nur für seine Klassen gedacht. Schnell wurde das Produzieren der Tutorials für Horry Lennartz aber zur Leidenschaft. Die Videos richten sich dabei an einen breiten Teil der Schülerschaft in der DG und darüber hinaus. Thema ist selbstverständlich zuerst mal Mathematik. Es gibt aber auch Videos, die sind fächerübergreifend und die gehen praktisch von der Primarschule über die Sekundarschule hin bis zu den höheren Studien. Warum habe ich diese Videos auf YouTube veröffentlicht? Das ist auf Schülerwunsch basiert und es war auch ein Abiturient, der dem YouTube-Kanal den Namen Mathe bei Horry Lennartz gegeben hatte. Er hatte den Vorschlag gemacht und mir gefiel der Vorschlag wegen der Viersprachigkeit sehr gut. Mathe ist Deutsch, Bai ist Englisch, Horry ist Französisch und Lennartz ist ein niederländischer Name. Letztes Jahr wurde der Kanal gegründet. Mittlerweile gibt es 673 Abonnenten und knapp 38.000 Aufrufe. Zu sehen gibt es auf dem Kanal Mathe bei Horry Lennartz einiges. In 983 Videos versucht der ambitionierte Mathelehrer, Schülern und Interessierten Mathe näher zu bringen. Die Videos sind dabei keine einfache Formelsammlung. Vielmehr versucht Horry Lennartz, die vielleicht auch schwierigen Übungen etwas bunter zu verpacken. Gepaart mit Bildern und etwas Witz ergibt das zusammen eine bunte Mischung. Auch nach mehr als 900 Videos ist für Lennartz nicht Schluss, ein Aufwand, der ihn aber glücklich macht. Es ist kein kleiner Aufwand, es ist ein sehr großer Aufwand, ein großer Zeitaufwand. Das braucht natürlich Zeit, solche Videos zuerst mal die Zeichnungen vorzubereiten, den Text vorzubereiten und so weiter. Danach wird das Video ja aufgenommen, danach kommt es in ein Schnittprogramm und dann wird es auch noch veröffentlicht. Aber mein Beruf ist eins meiner Hobbys und das ist eben zum Teil dieses Hobbys geworden. Hier eine Extremwertaufgabe. An den vier Ecken eines quadratischen Papiers schneidet man vier gleich große Quadrate ab, so wie diese vier magenta schraffierte Quadrate. Das bleibende Kreuz wird dann als Schachtel gefaltet. Das heißt, dieses Kreuz, das wir erhalten, wenn wir diese vier Quadrate abgeschnitten haben, wird dann so als Dose ohne Deckel zusammengefaltet. Und die Frage lautet, wie groß müssen diese abgeschnittenen Quadrätchen sein, damit der Doseninhalt maximal wird? So produziert Horry Lennartz auch heute weitere Videos. Für YouTube, aber auch für seinen Unterricht in der Klasse. Auch da finden die Videos weiterhin ihren Platz als Erweiterung des Unterrichts. Durch klar strukturierte Arbeitsaufträge lösen die Schüler in Kleingruppen viele Übungen und Aufgaben, und zwar in ihrem eigenen Tempo, so dass sie miteinander und voneinander lernen können. Und der Lehrer, der wirkt dann in dieser Zeit als Coach und als Lernberater und hat auch so die Gelegenheit, auf Schwierigkeiten einzelner Schüler einzugehen. Video Nummer 984 ist für heute fertig. Weitere werden folgen. Bald könnte es für Horry Lennartz in die verdiente Rente gehen. Nur ungern lässt er klar wissen. Seine Leidenschaft zur Mathematik möchte er nicht so schnell hinter sich lassen.